Mittlerweile sind 16 Menschen in China mit der noch wenig erforschten Vogelgrippe H7N9 infiziert. Angrenzende Länder bereiten sich auf den Fall einer Epidemie vor. Ein Markt in Hongkong lässt seine Vögel untersuchen. Kein Grund zur Panik vor einem größeren Ausbruch von H7N9, meint dieser Gesundheitsexperte. So one thing we have now is this. Was wir jetzt hier haben, ist eine ausgezeichnete Kapazität, uns kleine Dinge, die überall auf der Welt passieren, unmittelbar bewusst zu sein. Macht mir das Sorgen? Nein. Ist es dadurch wahrscheinlicher, dass es eine Apokalypse gibt? Ich denke nicht. Bis Freitagnachmittag sind mindestens 6 Menschen in China durch H7N9 gestorben. Das Virus soll nicht von Mensch zu Mensch übertragbar sein. Doch die medizinische Gemeinschaft ist besorgt, das Virus könnte mutieren. Chinas staatlichen Medien wird genau auf die Finger geschaut. Ein Verschleiern einer Krankheit wie bei SARS vor 10 Jahren soll es nicht wiedergeben. Professor L. Cabas meint, die Medien sollten über den Ausbruch berichten und die Regierungen sich vorbereiten. Doch ein Hype um jeden neuen Stamm der Vogelgrippe sei nicht hilfreich. Und so ist es gut, darüber nachzudenken und Pläne zu machen. Am schwierigsten ist, darüber nachzudenken und Profis darüber nachdenken zu lassen und sich keine zu großen Sorgen zu machen. An der letzten Vogelgrippe H5N1 waren weltweit 620 Menschen erkrankt, 370 starben. Die Einzelschicksale der Erkrankten seien für ihn traurig, aber Al Cabas sagt, die Menschen haben durch Erfahrungen gelernt, damit umzugehen. Er selbst rechne mit keiner weltweiten Epidemie.